Meine Lieben, es war offensichtlich, dass die Hand, es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das Wirken Gottes in Jesus Christus und in denen, die ihn unterstützt haben, die Wegbereiter für ihn waren. Daran kann man erkennen, dass Gott oft schon Wege beginnt, wo die Menschen es noch gar nicht ahnen. Und wir wissen gar nicht, wofür diese oder jene Handlung oder Gnade später sich einmal gut sein wird. Es beginnt ein kleiner Weg und irgendwann einmal wird es immer deutlicher. So auch beim heiligen Johannes. Zuerst sein Vater Zacharias, der ungläubig ist und stumm geworden ist, weil er den Engel herausgefordert hat, nicht geglaubt hat. Aber er hat bekannt, sein Name ist Johannes, und so konnte er widersprechen, weil er damit anerkannt hat, dass die Bedeutung dieses Kindes nicht einfach nur ein familiäres Ereignis ist, wie man halt Kinder kriegt. Deshalb kriegt er den Namen derer, die halt in der Familie so heißen, sondern einen ganz neuen, einen ganz anderen. Niemand heißt so. Weil darin kommt zum Ausdruck, das, was mit Johannes geschieht, das kommt nicht von uns, das geht nicht von uns aus, sondern es ist das ganz neue Wirken Gottes. Und weil er das anerkennt in seinem Herzen und bezeugt, kann er widersprechen. So ist das auch bei uns, wenn wir in unserem Herzen das Wirken Gottes anerkennen, dann ist unser Herz voll davon. Wir können ihn bezeugen. So ist es wichtig, dass wir gläubig sind, dass wir glauben, dass Gott immer am Handeln ist, auch wenn wir ihn im Moment nicht sehen. Vieles bleibt im Verborgenen und wird zu gegebener Zeit offenkundig werden. So wie eben auch bei Johannes dem Täufer und bei Jesus. So liegt es an uns, im Verborgenen zu beten, uns hinzugeben, Gott treu zu sein. Er wird das Unsere verwenden für seine Heilswege. Ich denke, dass gerade auch in unserer Zeit es nötig ist, dass viel gebetet wird. Man hat gestern in den Nachrichten gehört, überall spricht man vom Krieg, ob in Moskau oder Washington. Der Herr Selenskyj bekommt wieder neue Waffen. Der Krieg wird intensiviert. Wir wissen nicht, ob er innerhalb der Grenzen der Ukraine bleibt. Aber er wird sich auswirken. Und ganz Europa wird hineingezogen werden in das Unheil. In irgendeiner Weise auf jeden Fall. Und ich denke, deshalb ist wichtig zu beten. Denn je mehr wir Gott unser Herz, unser Leben darbieten für sein Reich, umso mehr kann er es durch uns ausbreiten. Ich habe heute in der Früh zu jemandem gesagt, wir behandeln Gott wie jemand, der dem Kellner 10 Cent Trinkgeld gibt. Es ist nicht viel und eigentlich ist es so, dass der Kellner berechtigt ist, es dann zurückzuschmeißen. Und niemand wird es ihm verübeln. Aber im Allgemeinen wird Gott genau
in unserer Gesellschaft. Als Dienstbote und das, was er dafür kriegt, ist ja nicht mehr als ein Losrahmen, wie man sagt. Da braucht man sich nicht wundern, wenn hier kein Segen kommt. Denn das ist nicht das Reich Gottes, weil wir auch Gott nicht wie einen König behandeln. Es ist das Reich anderer Herren. Und die kommen nicht von Gott. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn alles immer schlechter wird. Und die Mächte des Bösen sich in alle Wirklichkeitsbereiche ausbreiten. So wie die Kälte überall hineinkriecht und alles durchdringt. So möchte ich euch einladen, wirklich zu beten, euer Leben Gott als Bereich seines Reiches zu schenken, indem ihr euch ganz ihm hingebt. So wie der heilige Johannes, so wie die heilige Elisabeth und der heilige Zacharias und viele andere Heilige, durch die Gott dann sein Reich ausgebreitet hat. Amen. Vergelt's Gott.